Ronrad, zum Gruße, Leute. Wir müssen in die Grabkammer ganz schnell gehen und direkt finden wir den Rubin hier. Das ist ja schön. Aber was wir suchen, ist ein Skarabäus irgendwie. Um das Ganze im Nachhinein richtig zu stellen. Denn wenn der Zeitdjinn, so ist das, wie ich es mir denke, rauskriegt, dass das nicht richtig war, dann dreht er ja irgendwie am Rad und weil er ja nicht weiß, was wirklich passiert ist. Und vielleicht können wir das deswegen noch... Noch nicht. Der Zeitdjinn würde... Deswegen können wir das ja vielleicht irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Wenn es bloß so einfach wäre. Halt richtig stellen. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Breda. Ich sollte ihn erst fahren. Gut, dann geh mal. Ist der Rubin vielleicht der Skarabäus oder so? Ist es so vielleicht gedacht? Alles, was ich gefunden habe, war der Rubin. Gib ihn mir. Giacomo Nauta hat mir erzählt, dass du ein Magiedilettant bist. Ist das wahr? Ja, ich kann Sachen kaputt machen. Nun, auch ich kann ein wenig zaubern. Wenn ich etwas in der Hand halte, kann ich kurze Blicke in dessen Vergangenheit erhaschen. Das war der Hauptgrund, weswegen der Stab mich als seinen Gefährten wählte. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Geschichte mir dieser Stein erzählt. Das ist seltsam. Als der Rubin nach Satyas Verschwinden im Garten gefunden wurde, hatte er einen Sprung. Und der Umkehrspruch, den der Erzadept in ihn eingewoben hatte, war gänzlich verschwunden. Die Magier mussten ihn komplett neu einwirken. Aber da ist noch mehr. Ich sehe einen Palastgarten und darin zwei Kinder. Das hier ist eine Brosche aus Mengbilla. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Darf ich sehen? Da. Und hier ein Rubin aus den Zwergenstollen im ehernen Schwert. Wie schön er ist. Wenn ich einmal Kalif bin, werde ich alle Schätze Avestans in meinem Palast versammeln. Fasar wird strahlender sein als zu Zeiten der großen Mogule. Meine Untertanen werden mir bis in alle Ewigkeiten zu Füßen liegen. Du wirst ein guter Herrscher sein, Kasim. Die Geschichtsbücher werden noch lange von dir erzählen. Siehst du das Zeichen auf meinem Arm? Es ist die Kalligrafie meiner Herrschaft. Das Zeichen meiner Dynastie. Die ganze Welt wird sich vor diesem Symbol verneigen. Große Zeiten stehen uns bevor, Satya. Wahrlich große Zeiten. Ich sehe einen Prinz und eine Prinzessin miteinander spielen. Er versucht, sie zu beeindrucken. Was könnte das bedeuten? Sie waren Geschwister. Satya und der Prinz waren tatsächlich Geschwister. Warte, da ist noch mehr. Etwas geschieht. Eine Palastwache kommt dazu. Lasst mich los! Wie jämmerlich du doch bist. Sag mir, wie viele Männer waren es? 20? 30? Ganz Fasar. Du machst mir Freude, Satya. Mehr als ich mir erhofft hatte. Der Prinz quält die Prinzessin. Die Wache hält sie fest. Sie ist ihm hilflos ausgeliefert. Aber warum? Ich frage mich gerade, ob sie vielleicht doch Freunde waren. Oder waren sie jetzt Geschwister? Ich hätte ja auch das andere antworten können. Aber beides ist ja immer noch möglich eigentlich. Es gibt ja keinen Beweis, dass es Geschwister sind. Das ist ja nur eine Vermutung. Aber ich habe jetzt wieder halt Geschwister genommen, was irgendwie so auf der Hand lag. Aber eigentlich könnten es auch nur Freunde sein. Sie hat etwas verbrochen. Sie wird grundlos gequält. Was hat sie denn verbrochen? Grundlos glaube ich eher nicht. Vielleicht hat sie etwas verbrochen. Schließlich lassen sie von ihr ab. Sie bleibt allein auf dem Hof zurück. Was machst du da? Tätowierst du dich etwa selbst?
Ich schreibe meine eigene Dynastie. Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Dynastie? Du kannst Größe nicht einfach in dein Blut schreiben. Entweder du wirst damit geboren oder nicht. Ich werde es dir beweisen. Glaubst du etwa, du könntest jemals größer werden als ich? Du bist lustig. Wachen! Werft sie zurück in die Gassen, in denen ihr sie gefunden habt. Mit ihr habe ich meinen Spaß gehabt. Dann holt mir ein neues Mädchen. Dann war sie doch nicht die Schwester. Dann waren es doch nur Freunde. Satya war überhaupt keine Prinzessin. Sie war nur ein einfaches Straßenmädchen. Na und? Ich weiß auch nicht, aber... Was ist? Verstehst du nicht? Die Lösung des Rätsels. Satyas Worte vor der Grabkammer. Es lag alles auf der Hand. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum wurde Satya von der Heldengruppe in die Grabkammer genommen? Weil sie eine Prinzessin war. Aber das war sie ja nun nicht. Ja, sie behauptete nur, eine Prinzessin zu sein. Und als solche sollte sie die uralten Inschriften in der Grabkammer entziffern. Aber wenn sie keine Prinzessin war, wieso konnte sie dann trotzdem lesen? Auf den Rest musst du jetzt schon alleine kommen. Was? Also, es waren dann nur Freunde. Es sind gar keine Geschwister. Satya wurde einfach nur auf der Straße aufgegabelt und er hat sich da immer wieder neue Kumpaninnen gesucht, der kleine Kasim. Sie hat aber irgendwas gemacht, was ihm nicht wohl gefiel. Ich weiß auch nicht. Und sie wollte wahrscheinlich auch mächtig sein. Sie wollte auch eine Prinzessin sein. Sie wollte es ihm wahrscheinlich auch beweisen. Was sie da aber gemacht hat, weiß ich nicht. Und später kann sie die Schrift lesen in den Grabkammern, obwohl es eigentlich nur eine Prinzessin kann, die dafür auserkoren ist. Sie kann es aber trotzdem, weil sie vielleicht sich tätowiert hat. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Was hat Satyas Vergangenheit mit einem Stein und einem Skarabäus zu tun? Geron, das wahre Rätsel war nie die Inschrift selbst, sondern Satyas Reaktion darauf. Erinnere dich. Der Magier fragte, was lest ihr? Und sie antwortete, das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Muss ich dir dann alles aus der Nase ziehen? Eigentlich schon, ja. Ich mag das gerne, wenn andere Leute mir sowas hier erklären, weil, das nochmal eine andere Perspektive ist, als wie ich das jetzt, ich kann das jetzt nicht innerhalb dieser kurzen Zeit alles nachvollziehen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was sie alles nochmal damals gesagt hat. Das mit dem Skarabäus verstehe ich auch noch nicht so ganz. Was hat Satyas Vergangenheit mit einem Stein und einem Skarabäus zu tun? Geron, das wahre Rätsel, erinnere und sie... Ja gut, dann, dann verstehst du es, alles klar. Ach so. Wir haben uns selbst an der Nase herumgeführt. Und nun geh in die Grabkammer und sage es dem Djinn. Dann wird alles wieder gut. Na dann, gehen wir rein und erzählen es dem Djinn. Was mit Nuri, die bleibt hier? Was auch immer mach ich. Nee, gut, alles klar. Ich meine, das habe ich schon jetzt verstanden, dass sie die Leute an der Nase herumgeführt hat, weil sie ja gar keine Prinzessin ist. Aber ich dachte, da kommt jetzt noch was. Mit dem Stein und so. Aber darum geht's anscheinend gar nicht. Es geht nur darum, dass sie die Leute irgendwie betrogen hat. Wo ist denn der Zeitschin? Kommst du Breda! Noch mal raus? Oder wer auch immer du bist. Komm heraus! Warum stellst du dich ihrem Wunsch in den Weg? Sie ist unglücklich. Sie sehnt sich zurück in eine Zeit, als alles noch gut war. Gerade du solltest das doch verstehen. Ja, aber wir kennen die Wahrheit. Aber es spielt nun keine Rolle mehr, was du denkst. Das Ritual ist fast vollendet. Moment. Aus dem Steineichenwald erwächst ein neues, altes Reich. Nicht, wenn ich beweisen kann, dass Breda sich geirrt hat. Und sie hat sich geirrt. Satya ging in den Garten. Sie nahm die Maske und sprach die Formel. So ist es geschehen. Und so wird es sich auch niemals ändern. Doch, hör zu, lass mich von vorne beginnen. Satya betrat also den Garten, sie setzte sich und holte die Maske hervor. Sie blickte in die Maske
und las die Zauberfrau und sprach deinen Namen. Nehmen wir mal das. Und sprach deinen Namen. Nein. Hätte sie mich geweckt, ich wüsste davon. Sie wollte meine fremde Macht nicht. Sie wollte sich mit eigener Hand vernichten. Darum las sie die Formel. Und alles kam so, wie es jetzt ist. Warte! Sie blickte also weiter in die Maske? Okay, war falsch von mir. Und las die Zauberformel. Und las die Zauberformel. Womit alles so geschah, wie Breda es bereits sagte. Warte! Ich habe mich geirrt. Was? Satya blickte in die Maske? Was? Ich mach das jetzt hier alles falsch oder was? Gerade okay. Sie verzweifelte. Das wollte ich jetzt nicht nehmen. Das war so... Okay, sie verzweifelt. Alles klar, sie verzweifelt. Ja, sie... Und verzweifelte. An sich selbst und an ihrer Unfähigkeit. Warum sollte sie verzweifeln? Sie hatte mein Versprechen des seligen Vergessens. Alles, was sie tun musste, war, die Zauberformel zu lesen. Nein. Sie konnte mit der Maske nichts anfangen. Sie entschied sich anders. Sie konnte nicht lesen. Sie konnte nicht lesen? Ach so. Das könnte natürlich sein. Es tut mir leid, Breda, aber Satya war nicht so strahlend, wie du glaubtest. Sie war gehetzt und kopflos. Sie wollte ihre eigene Vergangenheit vergessen und jemand anderes werden. Sie war keine Prinzessin, sondern nur ein einfaches Straßenkind. Und als solches konnte sie noch nicht einmal lesen. Nein. Verzeih mir, Breda. Das war's dann wohl. Das Rätsel ist endlich gelöst. Warum so ein langes Gesicht, Geron? Ja, mein Freund, was plagt dich so? Nichts. Warum seid ihr überhaupt so fröhlich? Sadias Schicksal hat sich als falsch herausgestellt. Ihr seid nicht schlauer als zuvor. Wohl wahr. Oder vielleicht auch nicht? Ach, lasst gut sein. Ich hab das Rätselraten satt. Ja, lass den guten Jungen endlich in Ruhe, Halef. Erfülle ihm seinen Wunsch und lass uns weiterziehen. Ja, Reisen ist schön. Ich will endlich ans Meer. Warte noch einen Moment. Es liegt nun an dir, mein Freund. Möchtest du, dass ich sie wieder zurückverwandle? Ich kann ihr allerdings nur ihren Körper wiedergeben, nicht ihre Erinnerung. Ja, jetzt kommt die schwierigste Entscheidung des ganzen Spieles und ich habe schon so lange immer in letzter Zeit überlegt, wenn diese Entscheidung kommt, was ich wohl tun werde, da ich schon ahnte, dass es blüht, dass Nori ihre Erinnerung nicht mehr groß zurückbekommt und sie immer mehr eigentlich ein Rabe sein will. Wenn wir sie jetzt zurückverwandeln, frage ich mich halt, ob sie überhaupt glücklich ist. Wäre. Und das ist schwierig zu sagen. Natürlich kann es sein, dass Geron mit Nori zurückverwandelt dann ans Meer geht und tralala. Ich weiß es nicht. Es gibt gerade so viele Entscheidungen, die man jetzt zuletzt treffen konnte, die ich hier und da auch hätte anders treffen können. Und ich wüsste gerne, wie diese Alternativen alle aussehen. Ich will sie eigentlich alle wissen, aber jetzt muss ich erstmal überhaupt eine Entscheidung treffen. Und würde gerne mal wissen, was denn ist, wenn wir sie so lassen. Also ich meine, sie ist irgendwie glücklich eigentlich, so habe ich das Gefühl. Sie will sich irgendwie gar nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Deswegen lassen wir sie mal so, wie sie ist. Aber wie gesagt, vielleicht zeige ich euch auch noch das alternative Ende. Lass sie. Ihr neues Leben als Rabe scheint sie glücklich zu machen. So sei es. Damit geht unsere gemeinsame Zeit zu Ende. Kann ich jetzt auch endlich gehen? Ich will das Meer sehen. Warte noch einen Moment. Es fällt mir schwer. Aber wenn du gehen willst, dann geh. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wer du bist. Ich heiße Geron. Hallo, Geron. Ich bin die Räbin Nori Darinella Wanda. Aber du kannst mich auch Nori nennen. Auch wenn du vieles vergessen hast, solltest du jemals genug von deinen Reisen haben. Bei mir wirst du immer ein Zuhause finden.
Das ist schön. Es ist schön, dich kennenzulernen, Geron. Gleichfalls. Leb wohl, Nuri. Bis dann. Und so endet die Geschichte. Wusstet ihr, dass es so kommen würde? Was weiß ich, was ihr wirklich geplant hattet und wo euch das Glück entgegenkam. Ich hätte bis heute schwören können, dass die Maske euch zerstörte. Aber dass das nicht sein kann, wissen wir ja jetzt. Nur damit ich jetzt gleich keinen Fehler mache, es gab genau zwei Möglichkeiten, was damals mit euch geschehen konnte. Die erste, die wahrscheinlichere, hat sich ja nun als falsch herausgestellt. Bleibt nur noch die zweite. Puh. Ich darf mich nicht irren. Und los. Als Satya in den Garten ging, hatte sie die Maske bei sich, aber keinen Rubin. Doch als man die Maske fand, lag dort einer. Nun mag es sein, dass das Satyas Rubin war, der zuvor von dem Prinzen in den Garten geworfen wurde. Aber was, wenn es ein anderer war? Oje, oje. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Satinav? Ich sage, es gab nicht einen, sondern zwei Rubine. Der echte ging verloren. Der falsche wurde von den Magiern aus dem Garten geholt und befindet sich nun hier in meiner Hand. Satya konnte zwar nicht lesen, aber mit meiner Maske konnte sie zaubern. Sie konnte Pflanzen in Stein verwandeln. Sie konnte Menschen in Stein verwandeln. Was ist ein Rubin anderes als bloß ein weiterer Stein? So, und nun zu euch, meine Liebe. Ihr seid in die tiefsten Gräber gestiegen. Und ihr habt die höchsten Berge erklommen. Ihr habt mit Windgeistern getanzt und mit Dämonen gerungen. Von den Göttern verlassen, von der Zeit vergessen. Charizard, eure Zeit ist nun endlich gekommen. Ach, war das schön, Leute. Oh, ich bin ganz gefesselt. Ach, da vergesse ich immer so alles drumrum um mich irgendwie. Das war ja toll. Ich werde jetzt gar nicht so viel, glaube ich, zum Ende sagen wollen, weil wir ja noch mal ein anderes Ende sehen können, wenn wir zum Beispiel Nuri zurückverwandeln. Ich werde diese Möglichkeiten auch am Anfang, wo wir sagen können, dass nicht Geron die Geschichte erzählt, sondern wir können ja das nächste Mal zum Beispiel den Stab mal nehmen oder so. Deswegen lasse ich das jetzt mal kurz an dieser Stelle zum Spiel alles Mögliche zu sagen und verschiebe das nochmal auf das nächste Mal, auf das Ende. Auf jeden Fall war es ein unglaublich tolles und schönes Spiel. Das kann ich schon mal sagen, ist ja klar. Also für mich war es wieder total gut und ich könnte davon noch keine Ahnung, wie viele Point-and-Click-Spiele spielen vom Schwarzen Auge. Ich finde die Spiele richtig, richtig gut und ich finde das auch toll, dass es halt diese Verbindung von Geron und den anderen gibt. Ich werde jetzt hier mal einen Cut machen und wie gesagt, häng nochmal hinten dran ein anderes Ende, nur damit wir mal sehen, wie es noch aussehen kann. Also bis gleich!